Was gab man aus die Fightos? Und heute mal wieder zum Freitag. Heute jedoch mit einem anderen Thema, Freunde. Und zwar würde ich gerne mal mit euch ein bisschen über den Fighters Freitag an sich sprechen und etwas Neues ankündigen, sowohl als auch mal ein bisschen mit euch planen, wie ich das Ganze jetzt vorhabe mit dem Fighters Freitag. Denn an sich versuche ich jeden Freitag ein Fighters Video rauszuhauen. Die letzten Male war das, also gelingt mir das nicht allzu sehr und allzu gut, bin ich ehrlich zu euch. Es kam mehr oder weniger nur jede zweite Woche. Aber Grund dafür ist halt, ich komme gerade nicht häufig dazu, unter der Woche an sich privat Fighters zu spielen, Fighters zu üben, sodass ich euch, sag ich mal, einen Fortschritt liefern kann in den Fighters Freitag Videos. Manchmal mache ich gerne mit den Kumpels was, mit den Kollegen was, sei es mit Maro, einfach so gebatchen. Manchmal gehe ich aber auch, oder überwiegend wollte ich eigentlich in PvP reingehen, PvP sage ich schon, in Ranked, ihr wisst Bescheid, ja, ist auch PvP, so ist nicht, aber in Ranked und quasi euch meinen Fortschritt zeigen, aber ich komme halt nicht zum Trainieren so, das ist gerade mein Problem. Deswegen, damit ihr aber nicht zu kurz kommt, habe ich mir etwas Neues überlegt. Und zwar den Fighters Freitag Hinterhof. Was ist das Ganze? Ich werde euch gegeneinander kämpfen lassen. Wir werden da so gesehen Abo-Kämpfe machen. Beziehungsweise Zuschauerkämpfe, sagen wir es so, Zuschauerkämpfe. Das heißt, Freunde, üblicherweise streame ich ja auch donnerstags Fighters auf Twitch, Links in der Beschreibung. Oder also, sonst könnt ihr gerne reingucken. Und in den Streams werde ich gucken, dass ich Zuschauer organisiere, wie sie gegeneinander kämpfen. Ich gucke natürlich zu und ich bin ein Kommentator. Sei es nur ich oder sei es, ich nehme einen dazu, sei es Maru, Kase und so sofort, Rev oder je nachdem, wer Lust und Zeit hat. Ihr kennt das vielleicht von Rhymestyle. Der macht ja auch sowas, dass er seine Freunde gegeneinander sich batchen lässt, dann guckt er zu. Oder dass er ein Pro gegen seinen Freund sich batchen lässt und seine Fort. Das kennt ihr eventuell von ihm. Ich jedoch kannte es zuerst nicht von ihm, da bin ich ehrlich zu euch. Ich kenne es nämlich von weit her. Also, was meine ich damit? Nämlich, dass, dass ein Creator seine Zuschauer sich batchen lässt. Und dazu und das Ganze kommentiert. Ich kenne das von Trick2G. Diejenigen, die die League of Legends spielen, kennen ihn vielleicht. Er hat nämlich immer so Subwars gehabt, okay? Subwars, also dass seine Subscriber sich batchen gelassen hat, live auf Twitch. Und hat das Ganze kommentiert. Da gab es manchmal so witzige Szenen, ich habe mich kaputt gelacht. Alright, so looks like the Baron call coming into play right now. Shyvana, nobody over here. They have a ward. Shyvana has Dragon's Descent, gonna get the back. We about to see it, baby! The legendary Shyvana! Oh! 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 Shyvana! 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 Jedenfalls, ich möchte quasi in Fighters Freitag Hinterhof, das ist so gesehen ein neues Format, welches ich zum Fighters Freitag bringen möchte. Und da möchte ich gerne euch gegeneinander kämpfen lassen. Da werde ich natürlich auch gucken, okay, dass ich gleich starke gegeneinander kämpfen lasse. Also es bringt mir nichts, wenn ich einen, der neu angefangen habe, kämpfen lasse gegen einen, der das schon seit 2-3 Jahren spielt, oder je nachdem. Organisatorisch wird das Ganze überwiegend durch die Streams verlaufen. Das heißt, wie gesagt, üblicherweise donnerstags Fighters wird gestreamt und dann sage ich zum Beispiel, ey kommt, du und du, ihr geht jetzt in den Raum auf, ich mache einen Raum, ich schicke den Code euch, Passwort von dem Raum, dann bin nur ich quasi drin und ihr zwei und ihr drückt auf OK oder ich sag, wenn ihr auf OK drückt und dann machen wir Best of 3 oder Best of 5, je nachdem. Ihr merkt auch schon, das ist mehr oder weniger erstmal eine Grundidee, wie genau das Ganze dann verlaufen wird, werdet ihr dann auf YouTube mitbekommen, wenn das erste Fighters Freitag Hinterhof Video rauskommt. Und in den Streams dann halt, wenn es dazu kommt, sage ich mal, okay. Das heißt, haltet auf jeden Fall ein Auge offen, Freunde, in den Streamplan. Wann genau ich dann mit diesem Fighters Freitag Hinterhof anfangen werde in den Streams. Ich werde euch aber rechtzeitig wissen lassen auf den Social Media Kanälen. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Woher kommt der Name Fighters Freitag Hinterhof? Ich habe ja ganz am Anfang, als ich Fighters dann versucht habe, regelmäßig auf dem Kanal zu bringen, habe ich ja gesagt, ja, kommt Hinterhof Batchen, da beim Kamehaus. Das kam einfach dazu, Freunde, also der Name. Lasst mich wissen, wie ihr die findet. Gerne mit einem Like oder Dislike und oder Kommentar. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe nämlich Lust drauf, weil wie gesagt, ich komme gerade nicht dazu, Fighters oft privat zu spielen oder besser gesagt zu trainieren selbstständig. Deswegen wollte ich nicht, dass ihr dazu kurz kommt
oder halt kaum Fortschritte seht und die Videos eventuell ein bisschen langweilig werden. Deswegen dachte ich mir, machen wir halt so eine Abwechslung. Ja. Ob es jetzt, wie gesagt, sich wöchentlich abwechselt mit Ranked-Video und Hinterhof oder zweimal Hinterhof, zweimal Ranked und so fort, das machen wir spontan. Ihr wisst aber nur Bescheid, freut euch auf Fighters Freitag Hinterhof. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after.